Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multibap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ja, wir sind in der letzten Folge, haben wir angefangen, Feld 16 zu machen, abzuernten. Ich habe jetzt mal einen zweiten Abfahrer zum Feld geschickt. Es war noch ziemlich eng, weil er noch am ersten Vorgewende ist. Und wir gucken mal hier, kriegen wir dich gestartet? Nee. Der LKW ist noch nicht unterwegs, also ich würde den erstmal hier ein bisschen schieben lassen. Aber dazu müsste hier erstmal... vernünftig loslegen. Will er irgendwie nicht. Er will nicht. Ach, er hat ja auch ein ganz falsches Ding. Ich muss den ja nicht anschalten. Ich muss CP anschalten. Dann klappt das auch. Ja, wie weit fährst du denn? Oh, sogar fast bis hinten hin. So, dann. Gut, ihr wollt beide hier raus. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nehme den mal kurz raus. Das ist ein bisschen zu eng da vorne. Und dann werden wir die löschen. So, den gelöscht. Den auch natürlich. Den und den. Und werden hier ganz einfach neun Punkt nehmen. Ich schätze, ich hoffe mal. Das passt so. Jetzt sagen hier. Und verbinde ich mal. Jawohl. Dann den mit den verbinden. Oh, ne, das wollte ich jetzt nicht. Oh. Das war jetzt nicht so toll. Müssen wir mal eben flicken. So.
Müssen wir mal schauen, dass wir den Kurs erstmal wieder schließen. Du kannst ruhig nach dahin. Das passt, aber du möchtest nach dahin. Dann dich auch nach dahin. Dann verbinden wir die beiden hier auch mal. So, wir fahren ein Stück zurück. Und den nach dahin, nein. Nach dahin. Ich habe schon wieder gedrückt. Ich habe schon wieder auf Löschen gedrückt. So, dann verbinden wir die beiden jetzt. Und die mit denen. Und dann sollte es funktionieren. Den kannst du mal ausmachen, das auch. Warum fährst du nicht los? Welt 16. Welt 16 ist richtig. Warten auf Drescher. Der hat wahrscheinlich... Der findet keinen Weg. Kann das sein? Dann werden wir den jetzt mal selber entladen. Wo bist du denn mittlerweile? Hier haben wir einen Ausgang. Super. Ach, der ist immer noch auf der anderen Seite. Nun schauen wir mal, bevor wir den entladen. Ob der andere den vielleicht findet oder ob der noch gar nicht da ist, kann natürlich auch sein. Der ist noch gar nicht da. Also würde ich sagen, entladen wir den mal eben. Dann kann er nämlich hier weiterfahren.
sehen nicht. So, du bist voll. Dann können wir dich nämlich hier losschicken auf die Bahn. Der biegt wieder ein. Super. Der ist noch am Tanken. Hier müssen wir auch gleich loslegen. Aber du kannst jetzt auch fahren. Mach dich mal voll. Ah, und der ist der zweite. Gucken, ob er den Häcksler findet. Auf dem Rückweg. Dich können wir jetzt hier erstmal loslegen. Ein weiter Raps. Feld 15, da dürften wir einen 15 Meter Kurs haben. Scharf, jawohl. Wo fängst du an? Da vorne, und wir haben hier Saatgutdünger auffüllen. Haben wir auch. Fangen am ersten Wegpunkt an. Du bist schon wieder voll. Ja. Fahr zu Drescher, ja. Das sagt er mir. Ich nehme mal in dem Falle die Fruchtumfahrung raus. Warte auf Drescher. Der hat sogar schon ausgeklappt. So, er ist jetzt unterwegs. Ja, vielleicht hat es die Fruchtumfahrung dann hapert, weil er noch nicht einmal wirklich rum ist auf dem Feld. Dann lassen wir die mal hier drin. So, du kannst mal wieder was schieben. Entladen. Super. Du bist auch mit Feld, mit dem Feld hier auch durch. Das ist gut. Du hast gerade die, bist gerade an der Ecke. Das sieht aber auch ganz gut aus. Ja, super. Super sauber. Ich hoffe, du kriegst hier die Kurve.
Ja, mehr recht als alles andere. Gut, das ist dem Wendekreis geschuldet. Und hier haben wir dann das nächste Problem, weil wir nehmen den jetzt mal kurz raus. Der ist gleich schneller voll, als er zu einem Ausladepunkt kommt. Deswegen setzen wir ihn einmal daneben. Oh. Wie viel haben wir denn hier drin? Ich würde gern die 5 Millionen wieder voll machen. Ich gehe mal hier an der Seite. Wir haben erst die Hälfte, komischerweise. 2,5. Ja, gut. Wir sind hinten auch noch nicht wirklich hoch. Na, dann, du wirst wahrscheinlich auch das gleiche Problem haben. Wir nehmen mal die anwenden. Gleich mal schauen. Auch der ist schon wieder voll. Warten auf Drescher, gut. Macht er jetzt was? Ja. Jetzt sollte er sich in Bewegung setzen, oder? Ja. Das passt super. Dann musste Feld 7 noch gekalkt werden. Ich meine ja, ne? Jupp. Muss gekalkt werden. Da können wir vielleicht auch schon mal. Jemand vorbereiten. Ist voll, super. Dann würde ich sagen, dann mach dich schon mal auf den Weg. So. Hier läuft alles. Na, kommst du diesmal weiter? Na, schon, schon, schon. Ah, nicht ganz.
Schiebst du überhaupt was? Ja, sehr wenig. Oh, er kommt sogar hoch. Oh, noch ein Stück. Super. Und das halt am rechten Bereich. So, jetzt Mitte. Da bleibt das schon am Anfang hin. Ob der so schön wird wie die andere Seite. Er hat da irgendwie keine Rampe, um höher zu kommen. Ups, das ist nicht gut. Ach so, ist das gleiche wie vorhin. Der ist immer noch nicht am Ausgangspunkt. So, du machst aber deine Arbeit super gut. Und du stehst vom Bauen. Gut, dass du schon mal hier hingekommen bist. Ich werde ihn mal jetzt auch selber überladen. Ah, sind halt mehrere Probleme, die auftauchen. Aber sollte sich auch gleich beheben. Er ist ja fast einmal rum. Aber wie oft wir hier schon überladen. Der fünfte oder sechste Ladung, die wir hier schon weggefahren haben. Dann fahre ich hier mal rückwärts an der Seite. Ja, lass ihn da mal anliefern. Ja, noch einmal, ja, oder das Stück, da kann auch noch zweimal voll werden. Ist ja schon bei 70%. Könnte aber hier als erstes mal wieder raus. Dann, vielleicht müssen wir da noch mehr Ausfahrten machen.
So, er ist voll. Und wo sind die Traktoren? Der eine hat gerade erst entladen. Okay. Dann wird das heute nichts mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.